der Lustbarkeit ist, weil als Sie das, ich habe jetzt mal schon mal nachgeguckt, da steht, das geht jetzt nicht von Ihrer Zeit ab, Herr Vorsitzender, da steht Lustbarkeit, eine Veranstaltung, die vergnügen und unterhalten soll. Gut. Wenn das in den, ja. In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihre Rede uns jetzt Lustbarkeit verschafft. Der letzte Redner in der Debatte, Paul Lehrieder für die CDU-CSU-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben die Hürde sehr hochgelegt, wenn Sie jetzt natürlich eine Lustbarkeit von mir hier an diesem Rednerpult erwarten. Gleichzeitig waren die salbungsvollen Ausführungen des Kollegen Mike Beermann für die vorgeburtliche Mutter, die werdende Mutter, natürlich eben schon eben entsprechend hier eine hohe Hürde. Frau Ministerin hat darauf hingewiesen, dass auch Frauen nach der Geburt noch eben hier hübsch und schön sind und natürlich ausdrucksvoll sind. Also Mike, Frauen sind vor und nach der Geburt als werdende Mutter natürlich eben entsprechend hier betrachtenswert. Meine Damen und Herren, der gesetzliche Mutterschutz hat die Aufgabe, Mütter bzw. werdende Mütter sowie deren Kinder während der Schwangerschaft und sowie einige Zeit danach vor Gefährdungen, Überforderungen, Gesundheitsschädigung und finanziellen Einbußen und dem Verlust des Arbeitsplatzes zu schützen. Jetzt muss ich zu Ihnen mal kommen, Frau Zimmermann. Wenn Sie jetzt die europäische Mutterschutzrichtlinie wieder in Bezug genommen, Sie auch, Frau Brandner. Da sagen Sie, jawohl, auf europäischer Ebene ist ein Mutterschutz eben entsprechend hier diskutiert worden, der weitergeht als das, was wir bisher haben. Verkennen Sie bitte nicht, dass wir in Deutschland mit dem Elterngeld und mit der Elternzeit 12 Monate nachgeburtlichen Mutterschutz haben mit 2/3 Lohnersatzleistungen. Das hat kein anderes Land in Europa in der Breite. Wir haben sogar 2 Monate Väterschutz noch dabei. Dieses Niveau müssten die anderen Länder in Europa erst mal erreichen. Das heißt also, man sollte den Status quo, die Realität nicht ganz ausblenden, wenn man über Mutterschutz spricht und sagt, was wir in Deutschland schon erreicht haben. Herr Lehrieder, erlauben Sie eine Bemerkung oder Frage von der Frau Dr. Brandner? Ja, selbstverständlich. Habe ich heute früh im Petitionsausschuss das ausgeführt, Max. Herr Lehrieder, weil Sie gerade noch mal auf die europäische Ebene verwiesen haben, gesagt haben, da waren die Forderungen weitergehend, aber wir haben ja das Elterngeld, das wäre ja auch 1:1 darauf anrechenbar gewesen. Es ging ja darum, für Deutschland hätte sich in dem Bereich nicht viel geändert, aber durchaus bei Kündigungsfristen, Schülerinnen und alles, was wir heute auch diskutiert haben, das war auch vorgesehen europäisch. Und bei der Frage der Länge hätte sich für aber ganz viele Frauen europaweit wirklich was verbessert. Und bei uns wäre es anrechenbar gewesen. Und diese Verbesserung für ganz viele Frauen europaweit, die haben wir mit verhindert. Und das ist das, was schade ist. Weil das macht soziales Europa aus, wofür wir momentan täglich ja dafür kämpfen und sagen, wir müssen den Menschen wieder beibringen, was bringt Europa ihnen? Und wenn ich einer Frau sagen kann, dadurch, durch Europa hast du einen vernünftigen Mutterschutz, dann ist das was ganz Konkretes. Und da würde ich Sie gerne noch mal fragen, wären Sie bereit, mit Frau Schwesig dann nachher das Signal zu senden nach Europa? Wir haben es jetzt national, jetzt darf die EU auch weitergehen. Gut, Frau Kollegin Brandner, herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, es wird in den nächsten Wochen und Monaten sehr viele Signale nach Europa, nach Brüssel zu senden sein. Die Diskussion, wie geht es mit Europa weiter, welche Befugnisse, welche Kompetenzen, welche Aufgaben hat die Europäische Kommission in Zukunft, soll die Europäische Kommission ein europäisches Parlament werden mit den ganzen Aufgaben. Da gibt es viel zu tun, aber bitte? Europäische Regierung, Entschuldigung, Europäische Regierung werden, Herr Kollege, danke für den Einwand, bleiben Sie stehen, ich bin heute fertig. Und natürlich ist eben entsprechend die Frage, wie man den Mutterschutz weiterentwickelt, auch auf europäischer Ebene ein großes Thema. Aber wie gesagt, mit der alten Mutterschutzrichtlinie wird es ja wohl nicht weitergehen, die wurde zurückgezogen. Ob natürlich Europa sich eben hier am Beispiel von Deutschland an den Erfahrungen, die wir jetzt mit dem Elterngeld gemacht haben, die letzten 7, 8, 10 Jahre, natürlich im Beispiel nehmen wird, bleibt abzuwarten. Wir haben ja auch erst seit einem Jahr das Elterngeld Plus, wie schon gesagt, neu eingeführt. Wir entwickeln ja auch das Elterngeld, die Schutzzeit für beide Partner, für Vater und Mutter nach der Geburt natürlich auch weiter. Und selbstverständlich werden wir darauf achten, und ich weiß, die Frau Ministerin natürlich auch an unserer Seite, wenn wir da eben entsprechend hier weitere Vorschläge Richtung Brüssel machen können. So, jetzt hat sich die Frau Kollegin Brandner gesetzt, dann muss ich mit meiner Rede jetzt weitermachen. Meine Damen und Herren, das Mutterschutzgesetz gilt für alle werdenden Mütter, die in einem Arbeitsverhältnis stehen. Weitere Regelungen zum gesundheitlichen Schutz werdender Mütter vor Gefahren, vor Überforderungen der Einwirkung von Gefahrenstoffen am Arbeitsplatz sind in der zugehörigen Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz geregelt. Nach den geltenden Mutterschutzfristen dürfen werdende Mütter in den letzten 6 Wochen vor der Entbindung nur mit Einwilligung und bis zum Ablauf von 8 Wochen bei Früh- und Mehrlingsgeburten bis zum Ablauf von 12 Wochen nach der Entbindung gar nicht beschäftigt werden. Zusätzlich sieht das Gesetz beispielsweise bei Akkord, bei Fließband, bei Mehr-, bei Sonntags- und bei Nachtarbeit generell Beschäftigungsverbote vor. Zum Schutz vor finanziellen Nachteilen regelt das Mutterschutzgesetz verschiedene Leistungen, wie zum Beispiel das Mutterschaftsgeld. Jetzt hätte ich den Passus mit den Lustbarkeiten drin, um die Frau Präsidentin nicht zu verwirren, lasse ich das jetzt heraus. Im gemeinsamen Koalitionsvertrag mit der SPD haben wir uns darauf verständigt,
eine Reform des Mutterschutzgesetzes zu erarbeiten, die einen umfassenden Schutz, mehr Transparenz und weniger Bürokratie vorsieht. Mit der Neuregelung des Anwendungsbereichs wird der gesundheitliche Mutterschutz künftig auch für Frauen im Studium, Ausbildung und Schule einbezogen. Auch für sie gilt die 6-wöchige Schutzfrist vor der Geburt, in der die werdende Mutter nicht mehr arbeiten muss, genauso wie das 8-wöchige Beschäftigungsverbot nach der Entbindung. Im Rahmen der Neuregelung des Mutterschutzrechts war uns als Union besonders wichtig, dass Schülerinnen und Studentinnen jedoch selbst entscheiden können, ob sie freiwillig an einer wichtigen Klausur, einer Prüfung oder Hausarbeit kurz nach der Entbindung teilnehmen oder nicht. Für sie gilt der Schutzbereich des Mutterschutzgesetzes. Wir ermöglichen ihnen jedoch gleichzeitig Raum für Flexibilität, von der nachgeburtlichen Mutterschutzfrist keinen Gebrauch zu machen, um beispielsweise keine Nachteile in der Schule oder im Studium zu erfahren, um beispielsweise ein oder zwei Semester zu erfahren, nur weil die Geburt eben hier wenige Wochen zurückgegangen ist und die Studentin sich fit fühlen würde, die Klausur durchzuschreiben. Wir bieten hiermit ein Stück Wahlfreiheit, den Zeitpunkt der Rückkehr selbst bestimmen zu können. Ich bin der Auffassung, dass wir Studentinnen und Schülerinnen, die sich körperlich dazu in der Lage sehen, nicht auferlegen sollten, eine Prüfung aufgrund der Geburt zu verschieben oder das Studium somit in die Länge zu ziehen oder sonstige Nachteile im Rahmen ihrer Ausbildung zu erfahren. Künftig wird es darüber hinaus allen Frauen möglich sein, in den Abendstunden, hier ist ein ärztliches Attest notwendig, die Vorredner haben zum Teil schon darauf hingewiesen, und sollen feiertags arbeiten zu können, wenn sie das möchten. Und ausgeschlossen ist, dass die werdende Mutter sich allein an ihrem Arbeitsplatz aufhält. Die neuen mutterschutzrechtlichen Regelungen werden des Weiteren auch für die Arbeitgeber praxistauglicher gestaltet, indem wir den Begriff der unverantwortbaren Gefährdung einführen und die klare Festlegung der Rangfolge der Schutzmaßnahmen festlegen. Arbeitgeber, werdende Mütter und Aufsichtsbehörden werden hier durch den neu geschaffenen Ausschuss für Mutterschutz bei der Umsetzung der neuen mutterschutzrechtlichen Regelung unterstützt. Zudem verbessern wir den Schutz für Mütter von Kindern mit Behinderungen, haben die Kolleginnen und Kollegen bereits darauf hingewiesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Reform des Mutterschutzrechts sorgen wir für den notwendigen Schutz für Mütter und deren Kinder, ohne dass wir mit zu starren Maßnahmen und Überregulieren die Interessen und Perspektiven unserer Arbeitnehmerinnen gefährden. Die beruflichen Chancen und Ziele können auch während der Schwangerschaft und nach der Entbindung ohne Beeinträchtigung der eigenen und der Gesundheit des Kindes weiter verfolgt werden. Denn viele Frauen möchten gerne länger bis zur Geburt arbeiten. Nicht nur, dass sie müssen, wie Sie gesagt, Frau Kollegin Ziermann, sondern Sie wollen es aus freien Stücken. Das gibt es gelegentlich auch noch. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die Beratungen, freue mich auf die Sachverständigenanhörung im September. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön.